Rätselhafte Heilung. Wunder an den Grenzen der Medizin. Ist es möglich, dass Patienten in Träumen den Weg zu ihrer Genesung finden? Kann Hypnose körperliche Erkrankungen heilen? Ist es denkbar, dass Menschen gesund werden, weil ihnen ein Arzt die Hände auflegt? Wie groß ist die Macht von Geist und Seele in der Medizin? Wuhu! Gabriel Stobbe litt nach einer Hirnoperation jahrelang unter Kopfschmerzen und Schwindelanfällen, bis ihn eine Ärztin mit einer jahrtausendealten Methode heilte. Armin Schütz hatte Hautkrebs und überall in seinem Körper wucherten Metastasen. Nach mehreren Operationen machten ihm die Mediziner keine Hoffnung mehr. Doch Armin Schütz wurde gesund. Mit der Geschichte seiner Heilung beginnt unsere Suche. Das Phänomen erscheint unglaublich. Menschen, deren Erkrankung als medizinisch unheilbar gilt, werden plötzlich gesund. Ja. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns endlich mal wieder eine etwas längere Dokumentation rein. Schön in dem Stil, wie wir es hier bei uns eigentlich auch gewohnt waren. Wir haben schon sehr viele von diesen krassen Dokus geschaut, aber ich glaube, hier ist nochmal eine, die krass ist und die wir uns noch nicht reingezogen haben. Und zwar heißt die Doku Rätselhafte Heilung. Wunder an den Grenzen der Medizin. Es geht, glaube ich, genau in dieselbe Richtung rein wie das Geheimnis der Heilung, was wir schon mal hier auf dem Kanal hochgeladen haben. Kann ich euch nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Werde ich, glaube ich, auch einfach mal unten in die Beschreibung rein verlinken. Und jetzt werden wir sehen, was möglich ist, wenn wir unsere Spiritualität quasi, also die spirituelle Welt mit der Medizin verbinden, was da alles möglich ist. So. Wir sind zu viel mehr fähig und zu viel mehr imstande, als wir denken. Da bin ich überzeugt von. Und da gibt es auch einige Beweise für. Und ich glaube, einige werden wir hier sehen. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen. Abonniert diesen Kanal und werdet gerne auch Mitglied. Ich liebe euch. Und jetzt würde ich sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Ist es möglich, dass Patienten in Träumen den Weg zu ihrer Genesung finden? Kann Hypnose körperliche Erkrankungen heilen? Ist es denkbar, dass Menschen gesund werden, weil ihnen ein Arzt die Hände auflegt? Wie groß ist die Macht von Geist und Seele in der Medizin. Wuhu! In diesem Film werden Sie Menschen begegnen, die von langjährigen Erkrankungen geheilt wurden. Manche dieser Heilungen erscheinen wie ein Wunder. Dieser Film ist kein Plädoyer gegen die Schulmedizin, sondern ein Plädoyer für mehr Offenheit gegenüber ungewöhnlichen Wegen. Natürlich. Thomas Mienert war nach einem Schlaganfall gelähmt und nahm die Hälfte der Welt nicht mehr wahr, bis ihn eine Therapeutin auf eine innere Reise schickte. Gabriel Stobbe litt nach einer Hirnoperation jahrelang unter Kopfschmerzen und Schwindelanfällen, bis ihn eine Ärztin mit einer jahrtausendealten Methode heilte. Armin Schütz hatte Hautkrebs und überall in seinem Körper wucherten Metastasen. Nach mehreren Operationen machten ihm die Mediziner keine Hoffnung mehr. Doch Armin Schütz wurde gesund. Mit der Geschichte seiner Heilung beginnt unsere Suche. 2 Jahre kämpft Armin Schütz vergeblich gegen den Krebs. Mit allen Mitteln der Schule. Voll wichtig, so eine Dokus, ne? Sag ich euch ehrlich, voll wichtig. Medizin. Dann trifft er eine riskante Entscheidung. Er lehnt eine hochdosierte Chemotherapie als letzten Ausweg ab, aus Angst, dass er die Therapie nicht überlebt, und entscheidet sich für eine alternative Klinik. Das nicht, aber ich weiß nicht, fällt nur mir das auf oder ist das wirklich so? Weil diese ganzen Dokus über diese Themen, die wir uns reinziehen, damals bei ZDF, Phoenix, ARD und so, kommt nur mir das so vor oder ist das einfach viel weniger geworden? Und gibt es sowas heute auf neuer Basis fast gar nicht mehr? Und warum ist das so? Da haben die wahrscheinlich mehr Kontrolle übernommen und gemerkt, okay, fuck, Digga, mit diesen Dokus löst man aus, dass Menschen sich mit Alternativen auseinandersetzen und da müssen wir mal ein bisschen gucken, so, ne? Mach mal lieber nochmal die nächste Hitler-Doku rein, bitte. Mach mal nochmal hier, damit die Deutschen Bescheid wissen, was da los war damals. In der Nacht nach diesem Entschluss hat er einen Traum. So realistisch und klar wie nie zuvor in seinem Leben.
Armin Schütz träumt, wie er ziellos durch eine Landschaft geht. Er weiß, irgendwo auf diesem Weg wartet eine tödliche Bedrohung. Krass. Die Bahn war wie aus dem Nichts gekommen. Aber Armin Schütz konnte ihr ausweichen, im letzten Moment. Er ist erleichtert, so als ob ihm nun nichts mehr geschehen könnte. Als er die Treppe auf der anderen Seite des Gleises emporsteigt, hat er das Gefühl, als Gast zu einem Fest zu gehen, das dort oben für ihn stattfindet. Für mich war klar, dass aus einer inneren Sicherheit heraus, eben auch durch diesen Traum, durch andere Träume, wusste ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und dass ich diesen Weg einfach gehen muss und dass er stimmig ist für mich. Ich wurde da gut unterstützt durch verschiedene Therapien und war einfach sicher, es geht in die richtige Richtung. Wo dieser Weg, den ich ging, endet, das wusste ich nicht. Krass alleine, weißt du, wie ich, das ist schon wieder so amazing für mich persönlich zu hören, dass er da eine Therapie gemacht hat und dann diese Träume hatte, die ihm quasi gesagt haben, du bist auf dem richtigen Weg. Und das ist das Übersinnliche, das ist das Höhere, was ihm gesagt hat, alles ist gut, du bist auf dem richtigen Weg. Und es gibt dir ein Vertrauen, wenn du daran glaubst. Und mit dieser Kraft alleine kannst du es schaffen, Krankheiten zu besiegen. So. Das hört sich für viele so crazy an, aber ich weiß, dass das stimmt. Es ist einfach so. Armin Schütz beginnt die Therapie in der alternativen Klinik in Bad Mergentheim, auf eigenes Risiko. Er setzt sich künstlichen Fieberstößen aus, ein Verfahren, das nicht anerkannt ist. Aber immer wieder hatten Ärzte beobachtet, dass sich nach schweren Infektionen mit hohem Fieber manchmal auch Krebszellen zurückbildeten. Die Fiebertherapie ist nur ein Baustein der Behandlung. Der andere, Armin Schütz hat sich nie für die Bedürfnisse seiner Seele interessiert. Jetzt geht er mit Unterstützung von Psychologen auf eine Reise zu sich selbst und entdeckt seine persönliche Sicht der Erkrankung. Mir war klar, dass der Krebs nichts Fremdes ist, das von irgendwo herkommt, sondern der Krebs, das bin ich selbst. Genau so, Armin. Genau so. Und ich habe dann versucht, mit meinem Krebs ein Abkommen zu schließen. Mit diesen entartenden Zellen, diese Armee, die da mir gegenübersteht, die eigentlich mein Leben bedroht. Und da versucht ihnen klarzumachen, hört mal zu, ihr könnt jetzt weiter wachsen, ihr könnt mein Leben weiter bedrohen, ihr könnt mich auch umbringen, aber ihr sterbt dann mit. Andererseits können wir uns mal so eine Art Waffenstillstand aushandeln. Krass. Wir treffen uns in der Mitte, wir leben beide weiter. Und ich versuche mein Leben wieder so einzurichten, dass es für alle Zellen, für meine gesamte Natur wieder lebenswert wird. Und dann könnt ihr wieder mitspielen in dem normalen Zellalltag. Boah, das macht mich happy irgendwie. Klinikum Nürnberg. 333 Zuschauer auf YouTube. Zufall? Ich glaube nicht. 333 zum zweiten Mal gesehen jetzt. 333 Abonnenten vorhin, jetzt 333 Zuschauer. Wir sind auf dem richtigen Weg, meine lieben Freunde. Sowas sind auch Zeichen. Hier sind die Ärzte Wundern auf der Spur. Sie haben die Heilung von Armin Schütz wissenschaftlich überprüft und viele andere unerklärliche Fälle auch mit Unterstützung der Deutschen Krebshilfe. Lungenveränderung, weitestgehend unverändert zur Darstellung. Wir haben hier so einen kleinen Herd hier lateral. Der stellt sich auch an Größe und Röntgenbesprechung. Schicksale im Minutentakt. Fallgeschichten aus verschiedenen Kliniken und Praxen haben die Ärzte dokumentiert. Wie von Geisterhand waren Tumore und Metastasen verschwunden. Haben Menschen wie Armin Schütz eine besondere Fähigkeit? Gibt es eine Gemeinsamkeit, die alle Heilungsfälle miteinander verbindet? Wir haben nichts Gemeinsames gefunden, außer dass es etwas ungeheuer Individuelles ist. Das heißt, wir können im Moment aus dieser intensiven Forschung, die wir da gemacht haben, kein Rezept geben dafür. Wir haben also kein... Weil das auf spiritueller Ebene passiert und nicht auf intellektueller. Gemeinsamkeit gefunden, außer dass wir jedes Mal
teilgenommen haben an einem wunderbaren Ereignis eines ganz individuellen Menschen in seiner Krankheits- und Lebensgeschichte. Spontanheilung nennen die Ärzte die seltenen Siege über weit fortgeschrittenen Krebs. Spontan heißt, ohne wissenschaftlich anerkannte Erklärung. In Voraufnahmen sehen wir hinter dem Brustbein einen ausgedehnten Weichteiltumor, der hier deutlich raumfordernd ist. Und auf den aktuellen Aufnahmen sehen wir hier wieder das Brustbein und die hellen Strukturen hier, das sind Gefäße. Die sind bei diesen Voraufnahmen nach hinten verlagert durch diesen großen Tumor, der vom Januar bis aktuell jetzt hier deutlich an Größe abgenommen hat, beziehungsweise als solcher Tumor jetzt nicht mehr erkennbar ist. Das ist die normale Struktur. Man erkennt hier die großen Gefäße, die vom Herzen weggehen und in den Körper hinein. Das Phänomen erscheint unglaublich. Menschen, deren Erkrankung als medizinisch unheilbar gilt, werden plötzlich gesund. Ja. Ein ausgedehnten Tumor, der damals mindestens 10 mal 8 Zentimeter an Größe. Warum sprechen die Ärzte in Nürnberg von einem Wunder, wenn sie Menschen begegnen, die eine solche Heilung erleben? Ich glaube, das Wunder ist das, dass etwas geschieht, womit wir in dieser Situation erstens nicht rechnen. Es sind ja häufig Situationen, in denen wir mit unseren Möglichkeiten, einen Tumor zu behandeln, an einem Ende sind, wo wir eigentlich nicht erwarten können, dass ein Tumor verschwindet, dass ein Mensch geheilt wird. Das ist das eine, das Unerwartete. Und das andere ist, dass wir dann auch nicht gleich eine Erklärung haben. Und diese Mischung zwischen, es geschieht etwas Unerwartetes, etwas Wunderbares in dem Sinne, und wir müssen jetzt auch noch versuchen, mit unseren Möglichkeiten eine Erklärung zu finden und haben sie plötzlich nicht. Dann müsste man fast anfangen, an Gott zu glauben, wa? Und auch hierin. Skü! Das formt sich zusammen als etwas, was wir dann durchaus mit Respekt als Wunder bezeichnen. Was geschieht im Körper, wenn der Krebs von selbst zum Stillstand kommt? Die Arbeitsgruppe Biologische Krebstherapie in Nürnberg geht dieser Frage nach. Die natürliche Fähigkeit der Zellen, sich selbst zu zerstören, wenn sie nicht mehr gebraucht werden oder fehlerhaft sind, wird vom Krebs offenbar unterlaufen. Aber warum gewinnen sie manchmal diese Fähigkeit ganz plötzlich zurück? Was im Moment einer Heilung geschieht, das übersetzen die Ärzte manchmal in ein Bild. Das Bild eines großen Fischschwarms in synchroner Bewegung. Im Bruchteil einer Sekunde wechselt der Schwarm die Richtung. Die Fische sind Individuen und reagieren doch wie ein Organismus. Genauso können. Ich habe letztens, wo ich bei meiner Oma war, da waren bestimmt 500 Vögel in einem Schwarm. Und da war das genauso. Als ob die bewegen sich gleichzeitig ruckartig von einer Sekunde auf die andere in eine andere Richtung. Das musst du dir mal überlegen. Die sind miteinander verbunden, wie ein Organismus, obwohl die individuell sind. Und wir sind eigentlich auch so. Wir sind zwar so krass getrennt, dass wir das gar nicht mehr fühlen, aber wir sind eigentlich auch so. Offenbar Millionen Krebszellen nahezu zeitgleich ihr Verhalten ändern. Was gibt ihnen den Impuls zur Umkehr? Armin Schütz erlebt die Geschichte seiner Heilung als innere Wandlung, als klare Botschaft seiner Seele. Entscheidet sie am Ende darüber, was im Körper geschieht? Nach ersten Rückschlägen zweifelt Armin Schütz. Soll er doch zurückkehren auf den Weg der klassischen Krebstherapie, auch wenn ihm die Ärzte dort keine Heilung mehr versprechen? Muss eine heftige Situation sein, ne? Muss eine heftige Situation sein und dann auch die Entscheidung zu treffen, so. In dieser Zeit hat er einen zweiten Raum. Welchen Weg gehe ich? Den breiten, bequemen Weg, den die meisten Menschen gehen? Oder nehme ich den schmalen Pfad, der Gefahr bedeutet, aber dafür auch schöne Aussicht bietet? Und ich habe mich dann entschieden, diesen schmalen Pfad zu gehen und habe mich an der Aussicht erfreut. Wir sollten das sagen, nie geringschätzen, dass wir mit Kräften, die wir, nennen wir sie jetzt seelisch, die in der Vorstellung leben,
die möglicherweise auch in Träumen geschehen, Prozesse im Körper anregen können, die ganz körperliche Prozesse, ganz physische Prozesse wie eine Krebserkrankung beeinflussen können. Wir sollten aber auch dieses nicht zum Rezept machen. Genauso kannst du ja auch mit Gedanken von Gedanken Bauchschmerzen bekommen oder dich glücklich fühlen oder jetzt mal ein ganz dummes Beispiel, einen Ständer bekommen. Das kommt ja auch aus von Gedanken, von Gefühlen und so. Weißt du, wie ich meine? Deswegen hat das definitiv auch einen Einfluss auf unseren Körper. Das war jetzt ein krasses Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. So, weißt du? Deswegen finde ich aber auch zum Beispiel, dass es eigentlich gesetzlich nicht erlaubt sein sollte, dass ein Arzt einem Patienten sagt, du bist unheilbar und du wirst sterben. Das gibt's ja. Dass die denen dann wirklich sagen, ey, du musst sterben. Du musst in 2 Wochen wirst du tot sein. Dabei können die ja wirklich auslösen, dass der wirklich stirbt und diese Hoffnung verliert. Obwohl die ja eigentlich wissen sollten im Hinterkopf, durch diese Fälle, die schon waren, dass auch Wunder passieren können. Und dass es sein kann, dass er doch überlebt, wenn er daran glaubt. Und wenn er diese Prozesse in sich auslöst. Und wenn er das Richtige denkt oder das Richtige passiert mäßig. Weißt du, was ich meine? So. Also niemand sollte einem sagen, ey, du wirst in 2 Wochen sterben. So, weil du weißt es doch gar nicht. Das ist eigentlich, wie du sagst, ist eigentlich fahrlässiger Mord. So. Hört sich jetzt crazy an, aber wenn du überzeugt davon bist, dass du sterben wirst, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, höher, dass du stirbst, als wenn du nicht davon überzeugt bist. So. Weil die Qualität der Bilder als solches ist wertvoll. Ein guter Traum, eine gute Beziehung, eine intensive Meditation ist für jeden Menschen, kann das etwas Hilfreiches sein. Und darauf sollte sich die Hoffnung richten. Das macht Sinn, das hilft mir in dem Moment. Wenn es dann noch einen Schritt weiter geht und sagt, wir können hier Kräfte so bündeln, und davon würde ich ausgehen, dass wir das wohl können, sonst würde es ja nicht geschehen, dass wir damit sogar eine spontane Remission, einen Rückgang einer Krebserkrankung erzeugen können, dann zeigt uns das, welche Kraft diese Bilder haben können. Sicher nicht in jedem Menschen, aber prinzipiell würde ich davon... Doch, in jedem Menschen. Jeder ist dazu fähig. Es kommt halt darauf an, wie sehr du selbst daran glaubst, so, weißt du? Und es zeigt uns, was für eine Kraft wir als Menschen generell haben, so. Was amazing ist. Ausgehend, das ist so. Innere Bilder, die helfen, eine lebensbedrohliche Erkrankung zu heilen. Könnte diese Fähigkeit bei jeder Heilung von Bedeutung sein? Die Seele eine unterschätzte Kraft? Operation am offenen Gehirn, höchste Kunst der Chirurgie. Boah, Operation am offenen Gehirn, ich glaube, das würde ich, egal was ist, könnte ich nicht, Digga. Nicht mehr. Gabriel Stoppe ist 9 Jahre alt, als er plötzlich bewusstlos wird. Die Ärzte diagnostizieren eine Gefäßmissbildung im Gehirn, lebensbedrohlich. Wow. Nur eine Operation kann helfen. Der schwierige Eingriff verläuft erfolgreich. Gabriel kann wieder zurückkehren ins normale Leben. Aber seit er aus der Narkose erwacht ist, spürt er neue Symptome, die ihn mehr und mehr beeinträchtigen. Nach der Operation hatte ich immer wieder Kopfweh und Schwindel. Ja, ja. Die sehr schlimm waren, wo ich auch nicht mehr in die Schule gehen konnte oder nur selten. Und Hausaufgaben konnte ich auch nur selten machen, weil es auch sehr schlimm war. Und durch den Schwindel habe ich auch manchmal ziemlich dolle Übelkeit gekriegt. Wir sind dann zu mehreren Ärzten, haben versucht, eine Auskunft zu bekommen, wo der Schwindel herkommt, wo die Kopfschmerzen herkommen, was es für Möglichkeiten gibt zum Therapieansatz. Aber dort haben wir so wenig Hoffnung bekommen, dass irgendwie der Schwindel in nächster Zeit weggehen könnte. 2 Jahre lang lebt Gabriel mit diesen Symptomen. Dann erfährt die Mutter von einer Frankfurter Ärztin, die in schwierigen Fällen mit einer ungewöhnlichen Methode heilt. Gabriel schöpft neue Hoffnung. 3-mal legt Dr. Fela Maria Winkler ihrem Patienten die Hände auf. Ist es die Zuwendung in diesem archaisch erscheinenden Ritual, die den Patienten wieder mit der Kraft der Selbstheilung verbindet? Gabriel ist offen für das, was geschieht. Wichtig. Beim ersten Mal habe ich nichts gespürt, beim zweiten Mal habe ich wesentliche Verbesserungen gespürt und am dritten Tag ist dann der Schwindel ganz weg gewesen und das Kopfweh auch. Und als ich nach Hause... Wow, heftig.
gefahren bin mit meiner Mutter, dachte ich erst, dass es nur ein Traum wäre. Für mich ist das ein Ergebnis einer Kraft, über die wir heutzutage ziemlich wenig noch wissen, die aber wahrnehmbar ist. Ich habe die Erfahrung, dass viele meiner Patienten diese Kraft selbst wahrnehmen können. Zum einen beschreiben sie es als ein kribbelndes Gefühl oder ein Wärmegefühl oder andere. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Ey, was ich noch sagen wollte ist, ich habe das auch mal gemacht. Meine Ex-Freundin hat immer so Schmerzen im Magen gehabt. Die hatte so ein bisschen Probleme mit ihrem Magen und unterleibmäßig und so. Und wenn die extreme Schmerzen hatte, dann habe ich meine Hände draufgelegt und manchmal auch meinen Kopf, Digga, und habe einfach ihr Energie geschenkt und gleichzeitig die Schmerzen rausgenommen, spirituell, also in meinem Kopf mit Augen zu. Und es hat immer funktioniert. Immer. Immer. Es ging immer. Danach viel, viel besser nach 10 Minuten oder so. Also ich glaube, wir haben alle mega krasse Fähigkeiten und können wirklich auch heilen und dafür sorgen, dass es anderen besser geht. So. Durch die Zuwendung, durch die Liebe auf jeden Fall. Und wenn du dir das wirklich vorstellst, dass du einem Menschen Schmerz wegnimmst, so, dann kann das funktionieren. Ich würde sogar sagen, dass das Potenzial auch jeder Mensch in sich trägt. So. Der eine hat halt mehr Connection dazu und der andere weniger. Aber potenziell, glaube ich, haben wir das alle in uns. Sehen auch ein Licht. Während ich die Augen zu hatte und sie die Hände aufgelegt hat, habe ich immer wieder gelben Strahl von oben gesehen oder blaue, unterschiedlich. Und nach diesen Strahlen wurde es besser. Wenn ich nach 3 oder spätestens nach 5 Behandlungen nicht wahrnehme, dass eine Behandlung erfolgreich ist, dann höre ich auf. Und es gibt Situationen, wo ich auch ganz klar wahrnehme, dass eine Behandlung nicht Sinn macht, dann spreche ich ehrlich darüber. Und das kann unterschiedliche Gründe haben, sei es, dass diese Behandlungsform gar nicht indiziert ist, sei es, dass noch wichtige diagnostische Maßnahmen aus der Schulmedizin notwendig sind oder sei es auch, dass schulmedizinische Behandlungsmethoden angebracht sind in diesem Moment. Löst die Geste der Zuwendung im Bewusstsein des Patienten die Gewissheit der Heilung aus oder fließt eine unbekannte Kraft, von der wir noch nichts wissen? Das Ritual, der besondere Moment, scheint in jedem Fall von Bedeutung zu sein. Es gibt einfach Dinge, die können wir nie erklären. Es gibt einfach Dinge, die unseren Horizont übersteigen. Es gibt Dinge, die sind nicht erklärbar, intellektuell greifbar oder wissenschaftlich aufschreib- oder erklärbar. Es ist einfach so. Und damit muss man sich halt abfinden. Weißt du, was ich meine? So. Klinik Hofheim bei Frankfurt. Visite in der chirurgischen Abteilung. Kompetenz, Wissen, jahrelange Berufserfahrung. Der tägliche Auftritt der Ärzte vermittelt Vertrauen. Die Visite ist auch ein Ritual. Ich bin zufrieden, dass es jetzt erledigt ist und die Operation hinter sich haben. Die Beziehung zu unseren Patienten ist bedeutsam für die Heilung, sagt der chirurgische Chefarzt Dr. Horras. Der Besuch am Krankenbett, auch dies eine Geste der Zuwendung, die die innere Gewissheit fördert, gesund zu werden. Die medizinische Wissenschaft hat dafür einen Namen: Placebo-Effekt. Das hat man auch schon festgestellt, dass Menschen zum Beispiel besser geheilt werden, wenn sie das Gefühl haben, dass der Arzt sich wirklich um sie kümmert. Also, wenn der Arzt wirkliches, echtes Interesse zeigt und sich um die kümmert und die Patienten das Gefühl haben, dass er sie heilen kann. Das alleine trägt dazu bei, dass sie besser geheilt werden. So. Und es sind auch keine Ausnahmen, weil es einer hingeschrieben hat. Das ist die Regel. Das ist einfach so. In der Arzneimittelforschung ist diese Kraft schon lange bekannt. Wenn Menschen eine Pille ohne Wirkstoff einnehmen, aber glauben, ein wirksames Mittel zu erhalten, dann kann das Erkrankungen heilen. Zum Beispiel Herzbeschwerden. Crazy. Im Gehirn ist das Bild des gesunden Organs gespeichert. Eine Art Blaupause der Heilung. Dieses Bild wird jetzt aktiviert und mit dem Zustand des Organs verglichen. So die Theorie. Ein heilender Impuls erreicht das Herz, ohne dass der Patient die geringste Ahnung haben muss, wie es arbeitet und was es braucht. Der Blutdruck kann sich senken, der Herzschlag ruhiger werden. Dieser Effekt ist nachgewiesen. Crazy. Aber wahrscheinlich ist noch viel mehr möglich. Denn auch bei Angina-Pectoris-Beschwerden kann ein Placebo helfen.
Wahrscheinlich deshalb, weil es das Gehirn anregt, Impulse zur Dehnung der Gefäße in das Organ zu übertragen, vermuten Wissenschaftler an der Universität München. Wow. Wir können gezielten Einfluss auf einzelne innere Organe nehmen. Das ist tatsächlich real, das ist messbar auf Organebene. Das heißt, das Gehirn. Wir haben jetzt auch einige Leute reingeschrieben, aber es gibt genug Leute, die, bei denen das nicht funktioniert hat. Steve Jobs hat zum Beispiel Alternativmedizin und es hat nicht funktioniert. Es geht doch nicht darum, dass du einfach Alternativmedizin dann in Anspruch nimmst und dann dahin gehst und dann das einfach so machst. So. Das ist ja spirituell, Bro. Du musst da richtig dran glauben. Du musst connected sein und so. Das ist nicht, weißt du, was ich meine? Ist natürlich klar, dass das nicht bei jedem funktioniert, aber ich glaube, das liegt dann mehr daran, wie sehr glaubst du auch daran, weißt du? Wie sehr bist du überzeugt davon, dass das funktionieren kann? Wenn du das nicht glaubst von Anfang an oder skeptisch bist, so, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass es nicht funktioniert, denke ich mal. Über diese Schaltstelle tatsächlich die Möglichkeit, körperliche Prozesse zu beeinflussen. Und wenn ich Gehirn sage, dann meine ich zum Beispiel Gedanken, aber auch ganz konkrete Vorstellungen, die wir haben, wenn wir zum Beispiel eine Tablette einnehmen, in der festen Überzeugung, dass diese Tablette ein Organ heilen kann. OP-Vorbereitung. Es geht um Keimfreiheit, um den Schutz des Patienten. Und doch, bei genauer Betrachtung ist auch die Choreografie der Vorbereitung, tausendfach wiederholt, ein Ritual, das die Situation heraushebt aus dem Alltag. Es gibt dem Operationsteam Sicherheit, versetzt es in einen Zustand erhöhter Aufmerksamkeit. Und sein Vertrauen in die Wirksamkeit der Operation überträgt sich offenbar auf die Patienten. Eine Arthroskopie, eine Operation am Knie. Die Ärzte können im Inneren des Knies das Gelenk spülen und Unebenheiten glätten. Mögliche Ursachen von chronischen Knieoperationen, da kommt ein Trauma hoch. Habe ich auch leider machen lassen. Seitdem habe ich leider immer ein bisschen Kniebeschwerden. Ey, gar nicht geil. Schmerzen. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Und jeder Style ist gut, wenn man ihn lebt. In den USA machten Mediziner ein ungewöhnliches Experiment. Sie täuschten bei einem Teil der Arthrose-Patienten einen chirurgischen Eingriff lediglich vor. Oh shit! Echt? Und die Beschwerden verschwanden auch bei ihnen. Nein! Bruder, jetzt vielleicht hätte ich mich gar nicht operieren lassen müssen, ja? Exactly! Medial eingerissen, das folgt dieser Luxation der Patella. Hotel Dieu. Ein Hospital aus dem Mittelalter. Bis ins 19. Jahrhundert stand die Schulmedizin vielen Erkrankungen hilflos gegenüber. Krass, guck mal, wie das da aussah damals. Die Betten im großen Saal waren auf einen Altar ausgerichtet, der ein Bild der Hoffnung trug. Die Möglichkeit eines Wunders blieb so im Bewusstsein der Ärzte und Patienten immer präsent. Gemalte Arznei nannten sie diese Bilder. Sieht aus wie Black Jesus, ne? Fühl ich. In einem kleineren Saal Gemälde aus späterer Zeit. Jesus heilt die Blinden. Solche farbigen Darstellungen müssen in den Menschen jener düsteren Epoche starke innere Bilder erzeugt haben. Anstoß für die Kräfte der Selbstheilung. Apropos Selbstheilung, ich brauche ein bisschen heiliges Holz hier nebenbei. Fühle ich gerade. Noch gar nicht angemacht heute. Thomas Mienert ist Berufsmusiker und erst 33 Jahre alt, als er plötzlich zusammenbricht. Die Ärzte diagnostizieren einen Schlaganfall. Thomas Mienert ist wie zweigeteilt. Seine linke Seite scheint nicht mehr zu existieren. Sein Kurzzeitgedächtnis ist blockiert. Die Gegenwart verliert sich im Nichts und die Hälfte der Welt ist verschwunden. Crazy. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Thomas Mienert liegt im Koma. Später werden Psychologen feststellen, dass seine intellektuellen Fähigkeiten auf das Niveau eines Kindes gesunken sind. Das Aufwachen dann aus dem Koma ist ja was ganz Schreckliches, sage ich einfach mal. Man steht also völlig im Regen, weiß überhaupt nicht, ist orientierungslos. Man ist wirklich orientierungslos. Scheiße, das muss echt heftig sein. Hat seine linke Seite verloren. Die ist zwar noch dran am Körper, aber die linke Seite bewegt sich nicht mehr und sie spürt auch nichts mehr. Wow. Und
Es ist eine riesengroße Ausweglosigkeit einfach erstmal vorhanden. 6 Monate Aufbautraining in einer Reha-Klinik. Aber Thomas Minert bleibt auf den Rollstuhl angewiesen. Und seine Fähigkeit, die Welt vollständig wahrzunehmen, kehrt nicht zurück. Seine Familie erfährt von einer Klinik in Heidelberg, an der eine Psychotherapeutin mit neuen Verfahren arbeitet. Heidelberg. Mit der Technik der Hypnose führt sie ihre Patienten auf eine Reise zu sich selbst. Boah, das ist, weiß ich nicht, ob ich das machen würde, sage ich dir ehrlich. Also dazu müsste ich diesem Hypnotiseur oder der Hypnotiseurin halt extrem krass vertrauen. Ich könnte das nicht, glaube ich. Die können dir ja sonst was einpflanzen in dein Unterbewusstsein, ne? Dass du, wenn eine Tür klingelt oder wenn du irgendwelche Geräusche hörst, anfängst zu bellen und so ein Scheiß. Schwierig. Die Hypnose ist eine direkte Methode, das Bewusstsein als Quelle der Heilung zu nutzen. Während der Körper langsam in den Schlaf sinkt, bleibt der Geist des Patienten vollständig wach. Wie in einem klaren Traum kann er nun in den Bildern seiner Seele lesen. Karin Görz hat schon mehrfach Patienten mit ähnlichen Symptomen behandelt. Nach und nach führt sie Thomas Minert in einen tiefen Bereich seiner selbst. Diese Region ist uns normalerweise nicht bewusst. Sie zeigt sich als innerer Raum, als persönliches Zentrum. Der deine wirkliche Heimat ist. Crazy. Ich weiß nicht mehr, in der wievielten Sitzung das war. Da baute ich mir einen dreigeteilten Brunnen aus Marmor. Später wurde mir klar, dass das ein altes Symbol ist für Körper, Geist und Seele. Das fängt oben an mit Körper, Geist und unten ist die Seele. Und ich hatte intuitiv dann als erstes meine linke Hand in das Wasser gelegt, um wieder etwas zu spüren. Und ab diesem Moment wurde auch diese komplett gestörte Oberflächensensibilität, die ich auf der linken Seite habe, auch gebessert. Wow. Und auch der Zugang eben zu mir selbst war wieder ein anderer. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr allein zu sein, sondern mich selbst noch zu haben. Das Gefühl war vorher einfach weg. Ich war auch deswegen so allein, weil eben noch nicht mal ich selbst mehr da war oder ich mich nicht mehr gespürt hatte. Und ab diesem Moment ging das einfach auch wieder aufwärts und das Licht am Horizont wurde sichtbar. Ey, für alle Leute, ne, die gerade zuschauen, ich will so eine Dokus im Discord haben, diese alten Oldschooler-Dokus aus dem deutschen Fernsehen. Da waren krasse Sachen dabei. Mir auch egal, welches Thema so, ne? Muss jetzt nicht immer um Heilung gehen oder so. Ich will diese Dokus, ich will die alle sehen, die es gab damals. Zu jedem Thema. Aber noch bleibt die Welt für Thomas Minert zerbrochen. Selbst in der Trance ist die linke Seite verschwunden. Sie existiert einfach nicht mehr. Ein Hirnschaden hatten die Ärzte vermutet. Lass dann fließen. Und geh in deinen linken Armbereich. Und richte ihn ein, sodass du dich wohlfühlst. Nach einigen Sitzungen, geführt von der Stimme der Therapeutin, konzentriert sich Thomas Minert auf diesen verlorenen Teil seiner Welt. Wow. Und dann geschieht das Unerwartete. Das Gesichtsfeld öffnet sich. Thomas Minert gewinnt auch seine intellektuellen Fähigkeiten zurück. Körperlich ist er nicht vollständig geheilt, aber er braucht bald keinen Rollstuhl mehr. Ich weiß noch nicht mehr den genauen Wortlaut damals. Aber vor, du hast so einen Schlaganfall, Digga. Das tut mir voll leid. Weißt du, wie ich meine? Das ist so crazy. Die hatten wir auch in unserer Familie. Der ist dann auch leider gestorben irgendwann. Professor in der Augenklinik, der mich zum zweiten Mal untersucht hatte, hatte gesagt, nach so kurzer Zeit, eine 100%ige Besserung, sowas hat er auch noch nicht gesehen. Und ich fand das auch gewaltig. Ja. Sehr beeindruckend, diese Geschichte. Ja. Was vor dem inneren Auge erscheint, in Träumen und in der Trance, wird in derselben Region des Gehirns abgebildet wie eine Wahrnehmung der Außenwelt,
fanden Hirnforscher heraus. Für die Seele ist beides Realität, auch die Vorstellung eines Tieres, das sich als Helfer anbietet. Die Hypnotherapie arbeitet bisweilen mit solchen mythologischen Bildern. Die innere Begegnung mit Tieren oder archaischen Figuren berührt offenbar eine tiefe, im Alltag verborgene Schicht des Bewusstseins. Yo. Unser Alltagsbewusstsein ist relativ begrenzt auf die Kriterien der Vernunft, die wir gut kennen, und die Bewertungen. Und veränderte Bewusstseinszustände wie Trance oder auch im Schamanismus ermöglichen, dass wir Denkprozesse nutzen für uns, für unsere Heilung, die viel älter sind, die also vielleicht 10.000 oder 100.000 Jahre alt sind und die sich mit magischem oder mythologischem Denken verknüpfen, indem wir andere Zugänge zu unserem Leben und zu unserem Verständnis auch haben, aber eben auch zu unseren körperlichen Prozessen. Das kann zur Steigerung von Leistung zum Beispiel führen, aber auch zur Heilung von Wunden. Also Sie haben seit Jahren eine Hornhautverkrümmung. Caroline Barth hat einen Riss in der Hornhaut ihres rechten Auges, der nicht mehr zuwächst. Immer wieder öffnet sich die Wunde. Wie ist das denn passiert? Als sie eines Tages wieder einen Rückfall erlebt, führt sie der Hypnotherapeut Bernhard Tränkle in eine leichte... Oh, wie muss das denn sein? Ein Riss einfach? Krass. Ich hatte halt einfach auch super starke Schmerzen. Das kann man sich eigentlich nicht anders vorstellen, als ob da irgendwie... Als ob man Nadeln im Auge hat. Das ist ein ganz, ganz stechender und ein ganz, ganz gravierender Schmerz. Und nach der Hypnose war es halt schon so, dass am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, dass ich überhaupt nichts mehr hatte. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Mein Auge, was vorher halt den ganzen Tag über sehr stark gereizt war, dem hat man überhaupt nichts mehr angesehen. Und ich habe auch seitdem, das ist ungefähr 3 Jahre jetzt her, überhaupt gar keine Probleme mehr. Dauerhafte Heilung mit Hilfe der Hypnose. Öffnet die Trance einen direkten Weg zur Blaupause der Heilung im Gehirn? Das ist wie Meditation, das ist halt deine Seele, du Zugang zu der Seele quasi im Endeffekt, weißt du? Und wenn du die Connection selber nicht hast, dann können das halt externe Leute in dir auslösen und es scheint dann wie ein Wunder, aber eigentlich machst du das selber. Die helfen dir nur dabei, aber das passiert in dir alles. Wie aber ist es zu erklären, dass manche Heiler nur mit dem Auflegen ihrer Hände ähnliche Ergebnisse erzielen? Hepatitis C wird... Weil das alles in uns vorhanden ist schon. Ja, Digga. ...von Viren ausgelöst und durch Blut übertragen. Sie kann zur Leberzirrhose führen, eine lebensgefährliche Erkrankung. Was können die Kräfte der Selbstheilung in einem solchen Moment ausrichten? Wie viele Patienten hat diese Frau nicht einmal mit Freunden über ihre ansteckende Erkrankung gesprochen. Deshalb bleibt sie anonym. Die einzige Therapie ist kräftezehrend. Heilungschance 30%. Ein Jahr lang erträgt die Patientin die Nebenwirkungen. Also meine gesundheitliche Situation, die war verheerend. Ich war abgemagert, konnte nicht schlafen, hatte die Hände und Beine voller Juckreiz und konnte nichts essen, also war auch nicht in der Lage, etwas längere Zeit zu arbeiten oder weder manuell noch geistig. Also es war eine sehr schlimme Situation. Nach einem Jahr das Ergebnis. Die Therapie blieb ohne Erfolg. Das Angebot, nach einer Pause die Behandlung fortzusetzen, lehnt sie ab. Freunde geben ihr die Adresse eines Arztes. Dr. Wolfgang Bittscheid ist Orthopäde und hielt nicht viel von der Heilung mit Hilfe des Bewusstseins, bis er selbst schwer erkrankte und in der Schulmedizin keine Hilfe mehr fand. Siehst du, krass, Digga. Erst mit Unterstützung eines Heilers wurde er wieder gesund. Wer heilt, hat Recht, sagt er, und lernte dessen Methode. Schwer vorstellbar, dass ein altes Ritual auf direktem Weg Viren töten kann. Aber vielleicht erhalten die Kräfte der Selbstheilung einen neuen Schub und der Körper kann zu Ende bringen, was die Medikamente alleine nicht vermochten. Die Patientin macht eine unerwartete Erfahrung. Auf dem Nachhauseweg wurde ich sehr, sehr müde. Aber am anderen Tag und die nachfolgenden Tage habe ich einen Kräftezuwachs gespürt,
der unbeschreiblich war. Ich muss auch mal zu einem Heiler, Digga. Ich habe auch den einen oder anderen, nicht zu einem Heiler, aber mal so ein bisschen Hand auflegen, Vibes oder so. Würde ich auch mal gerne mal ausprobieren, auf jeden Fall. Also die ein oder anderen Ecken bei mir im Körper, wo es manchmal ein bisschen zieht so. Und das geht auch schon so ein bisschen länger, Digga. Nach einigen Wochen nach dieser Behandlung bin ich erneut in die Klinik zur Laborkontrolle und war hoch erfreut über das Ergebnis. Keine Viren mehr und Leberwerte im Normbereich. Krass. 70%, das ist ganz beliebig jetzt die Zahl gewählt, ich könnte auch vielleicht sagen 90%, sind wissenschaftlich erklärbar. Den Rest können wir nicht erklären. Und da kommen wir in den Bereich unseres eigentlichen Wesens, unserer Persönlichkeit. Und da geht es an den Lebenssinn. Da geht es nicht mehr um Glück und auch nicht nur um Gesundheit. Wissen Sie, manchmal sind Patienten hier, die sagen, also Schmerzen habe ich ja eigentlich immer noch, aber ich bin jetzt dreimal bei Ihnen gewesen und seitdem habe ich wieder zu meiner Mitte gefunden. Geil. Sabine Männemann leidet seit Jahren unter Krankheiten. Tinnitus, ein unangenehmes Geräusch im Ohr und Asthma. Gegen die Anfälle muss sie jeden Abend Medikamente einnehmen. Außerdem hat sie unerträgliche Rückenschmerzen. Was hat sich durch die Behandlung verändert? Ich habe mit dem Tinnitus deutlich weniger Probleme. Ich höre ihn kaum noch, nur in ganz bestimmten Situationen, wenn ich Stress habe. Das Asthma hat sich deutlich verbessert. Ich brauche abends überhaupt keine Medikamente mehr. Und die ursprüngliche Situation der Rückenschmerzen hat sich so verbessert, ich habe überhaupt keine Rückenschmerzen gehabt. Geil. Boah, ich will auch zu dem Typen. Was ich erstaunlich fand, etwas an, was ich überhaupt nicht vorher gedacht hatte. Ich hatte seit einigen Monaten Zahnschmerzen aufgrund einer Zahnwurzelbehandlung. Das hatte ich überhaupt nicht erwähnt, als ich hier war. Und genau mit dem Tag der ersten Behandlung sind diese Schmerzen weg gewesen. Institut für Biophysik in Neuss. Hier untersuchen Wissenschaftler verborgene Prozesse der Heilung. Dr. Klaus Schlebusch, ein Facharzt für Naturheilverfahren, zeigt Infrarotfotografien von Patienten. Professor Roland van Weyck, Molekularbiologe aus Utrecht, prüft die Bilder. Die Farbe Rot steht für eine höhere Temperatur. Im Körper einer Patientin gleichen sich innerhalb weniger Minuten Temperaturunterschiede aus, nachdem ein Heiler in einem Test die Hand auf den Solarplexus gelegt hatte. Professor Fritz Albert Popp, Physiker. Wenn im Körper eine messbare Veränderung stattfindet, ist das noch kein Zeichen für eine Heilung, aber ein Zeichen dafür, dass etwas geschieht. Fritz Albert Popp hat vor Jahrzehnten entdeckt, dass lebende Zellen Licht aus der Umgebung aufnehmen und wieder abgeben. An diesem Tannenzweig wird es sichtbar. Geil, Experimentalphysik. Roland van Weyck brachte seine Messvorrichtung mit lebenden Zellen in das Sprechzimmer eines Heilers. Immer wenn der Heiler seine Patienten behandelte, veränderte sich auch die Lichtstrahlung der Zellen. Wow. Kein Beweis für besondere Kräfte, aber ein Indiz. Wenn sich die Ergebnisse in großer Zahl wiederholen lassen sollten, würde das bedeuten, dass ein Heiler die Körperzellen seines Patienten beeinflussen kann? Was wir wissen müssen und was ja oft vergessen wird, ist, dass jede Art von Heilung keine Heilung einer einzelnen Zelle ist oder keine Heilung von einzelnen Molekülen. Holistik. Eine Heilung ist immer ein ganzheitlicher Prozess. Alle Gebiete des menschlichen Körpers, auch die Psyche oder die Struktur der verschiedenen Organe, die Biochemie, all das ist eingebunden in den Prozess der Heilung. Ja. Theresa Schul ist Heilerin. Nicole, machst du für den Patienten aus der 2 und 4 noch bitte das und das fertig? Geil. Und arbeitet. Allmanns, Digga, fühle ich komplett, Bro. In der Praxis von Wolfgang Bitscheid. Immer mehr Ärzte in Deutschland kooperieren auf ähnliche Weise.
Fast 2000 Patienten sind in der Kartei verzeichnet. Die meisten kamen mit langjährigen Erkrankungen. Natürlich werden nicht alle gesund. Das hatte sich alles so gut entwickelt und jetzt sind das alles wieder Schwurbler dank Covid. Ich schwöre dir, geil, dass du das sagst. Hatte ich auch, genau das Gleiche wollte ich auch sagen. Aber viele erleben doch eine Linderung ihrer Symptome, sogar eine dauerhafte Heilung. Dr. Bitscheid erklärt die Zusammenhänge immer auch aus schulmedizinischer Sicht. Walburga Schmidt hatte so starke Rückenbeschwerden, dass sie ihre Arbeit als Krankenschwester aufgeben musste. Als orthopädische Methoden nicht halfen, schlug der Arzt vor, das Ritual des Handauflegens zu versuchen. Nach wenigen Behandlungen war die Patientin zu ihrer Überraschung schmerzfrei. Dabei ist das Röntgenbild unverändert. So, das so war. Lucky schreibt, ich bin dreimal geboostert gegen Corona, um sicher zu gehen. Mein Beileid, Majuzda. Beschwerden macht, wenn ein Wirbel so gewaltig aus der Justierung gerät, das ist natürlich klar. Ne? Ich kann es mir nicht erklären, es ist wie ein Wunder für mich. Ja. Ich kann es mir nicht erklären, Sie merken, exactly, dass bei der Behandlung es wird heiß, irgendwas passiert in einem, aber Sie wissen es ja nicht, was es ist. Und ich muss sagen, es egal, was es ist und wie es ist, ich bin froh, dass es so ist und dass ich so gut mich bewegen kann und laufen kann und meine Lebensqualität wiedergefunden habe. Ich bin als Mensch in der Lage, mit meinem Bewusstsein, das hat der Physiker Jahn nachgewiesen, später Nobelpreisträger, ich kann mit meinem Bewusstsein physikalische Modelle beeinflussen. Ich bin keinmal gegen Corona geimpft, um sicher zu gehen. Fühl ich? Ich kann auch eine gewisse Information weiterreichen an meinen Gegenüber, in unserem Fall jetzt mal der Patient. Und diese Information führt dazu, dass seine Krankheit weggeht. Wir haben, dass er gesund wird. Wir haben das noch. Die Physiker haben es noch nicht im Letzten entschlüsselt. Ich weiß auch nicht, ob es jemals gelingen wird. Ich weiß aber, dass, seit wir die Quantenphysik kennen, die uns gesagt hat, ihr dürft doch in der Medizin nicht mehr Körper und Seele voneinander trennen. So ist es. Seitdem hat sich sehr viel getan. Und seitdem ist sehr vieles schon erklärbar geworden. Und dann haben sie es wieder getrennt, als sie gemerkt haben, es wird gerade zu viel hier. In der Welt des Alltags sind Menschen und Dinge klar voneinander getrennt. Und das Bewusstsein hat keinen Einfluss auf die Materie. Wenn wir uns aber in einem Modell in die Wirklichkeit hinter dem Sichtbaren denken. Ja, Digga, jetzt sind wir da, wo ich hin will. Die Welt der kleinsten Bausteine der Materie gelten ganz andere Gesetze. Ja, Digga, Doppelspaltexperiment und so, Bruder, komm rein da jetzt, Junge. Materieteilchen sind gleichzeitig feste Objekte und Wellen, unbestimmbar wie eine Wolke. Erst wenn der Physiker sie misst, legt er fest, wie sie erscheinen. Er beeinflusst die Realität. Oh, ich muss Physiker werden, Digga. Ich glaube, ich schmeiß nochmal ein Physikstudium an oder so. Alternativphysik. Nee, Quantenphysik. Das ist so, da geht mein Herz auf, ne? Wenn ich nur so ansatzweise von Quantenphysik höre, so, das nimmt mich richtig mit, Digga. Das catcht mich richtig. Wenn zwei dieser Teilchen ein System bilden, dann reagieren sie synchron. Wenn ein Beobachter die Bewegungsrichtung des einen Teilchens bestimmt, richtet sich zeitgleich das zweite aus. In der subatomaren Welt spielen Raum und Zeit keine Rolle und Bewusstsein kann die Wirklichkeit formen. An der Universität Freiburg schlagen Forscher ein Gedankenexperiment vor. Ihre Theorie ist keine Quantenphysik, aber sie überträgt deren Erkenntnisse in die sichtbare Welt, mathematisch untermauert. Könnte es sein, dass Heiler und Patienten im Augenblick der Behandlung ein System bilden, das sie auf eine tiefe Weise miteinander verbindet? Unser Modellbild sagt, dass das, was die Quantenmechanik für die kleinsten Elemente der Wirklichkeit herausgefunden hat, möglicherweise auch im Großen gilt. Dass nämlich Elemente von einem System, das zusammengehört, sich koordiniert, auf geheimnisvolle Weise korreliert zeigt. Das könnte dann dazu führen,
dass das, was der Heiler als Ritual aufbaut oder möglicherweise in seinem Geist als inneres Bild festhält, in irgendeiner Weise sich beim Kranken manifestiert. Eine Heilerin hat das mal so ausgedrückt: Ich stelle mir vor, wie es sein soll, und genauso wird es dann. So ist es nämlich, Digga. Genau so habe ich das gemacht, als ich meiner Ex-Freundin geholfen habe, ihre Krämpfe wegzubekommen. Genau so. Ich habe es einfach weggenommen. Und ich habe daran geglaubt und deswegen hat es funktioniert. You know? Und das ist amazing. Die Tätigkeit des Heilers wird im Allgemeinen die eines Arrangeurs oder eines Regisseurs sein, der genau diesen Sinnzusammenhang herstellt, in dessen Rahmen dann auch vielleicht die gewünschte Heilung eintritt. Verlassen kann man sich darauf nicht mit derselben Zuverlässigkeit, wie etwa das Drücken einer Türklinke eine Türe öffnen kann. Nur eine Theorie, bisher nicht bewiesen. Aber sie könnte manche unerwartete Heilung erklären. Klinikum Nürnberg. Wenn die Ärzte die Krebserkrankungen ihrer Patienten behandeln, setzen sie auf anerkannte medizinische Therapien, die heute schon vielen Menschen helfen können. Und nur selten werden sie Zeugen einer Heilung, die wie ein Wunder erscheint. Aber allein die Tatsache, dass es diese unerklärlichen Heilungen gibt, macht Hoffnung. Verfügt jeder Mensch im Prinzip über dieselben Kräfte der Selbstheilung? Warum gelingt es dann den einen, diese Kräfte zu nutzen und den anderen nicht? Eines scheint sicher: Die Seele, der Geist, das Bewusstsein verfügen über eine Macht, die wir im medizinischen Alltag häufig unterschätzen. Ja. Facts. Armin Schütz, dessen Krebsleiden unheilbar schien, wurde wieder gesund. Was ist das Geheimnis seiner Heilung in Bad Mergentheim? Für ihn war es wohl ein untrügliches Gefühl der Sicherheit, die Erkrankung überwinden zu können. Aber dieses Gefühl lässt sich nicht erzwingen. Eine Heilung ist, auch aus Sicht der Ärzte, oft wie ein Geschenk. Eines Tages war ich ziemlich niedergeschlagen und bin hier in die Hauskapelle gegangen. Und das war einfach ohne irgendwelche Hintergedanken, um so im Gebet nach Heilung zu bitten, sondern einfach um da zu sitzen und diese Kraft, die in einem solchen Raum vorhanden ist, auf mich wirken zu lassen. Und es gab mir unheimliche Ruhe und auch eine innere Sicherheit, dass ich gut aufgehoben bin hier und dass das Leben noch nicht zu Ende ist. Wir sollten diese Kraft als solche nicht nur auf diese seltenen Fälle oder auf diese seltene Hoffnung bündeln, sondern wir sagen, wenn wir diese Kraft tatsächlich in uns haben, dann sollten wir die versuchen zu bündeln, wenn immer möglich. Das heißt, in einer guten therapeutischen Beziehung, in einer guten Behandlungsumgebung Voraussetzungen schaffen, dass jemand als kranker Mensch dieses tiefste Innere, dieses Selbst findet. Das schafft, glaube ich, Voraussetzungen, dass dann besondere Dinge geschehen. Vielleicht bedeutet es, dass ich die richtigen Menschen treffe, dass ich vielleicht offen bin, im richtigen Moment das Richtige anzunehmen. Zum Beispiel auch die Gnade, im richtigen Moment auf die richtigen Träume zu hören. Ja, einer der Lucky, der ist schon die ganze Zeit so ein bisschen skeptischer unterwegs. Aber er sagt, aber warum gibt Gott dann überhaupt jemanden Krebs, wenn er angeblich allmächtig ist? Das ist wieder so, das ist typisch menschlich auch so. Warum lässt Gott das zu? Warum macht er das? Warum gibt der Menschen überhaupt? Bruder, das Ding ist, erstens, das, was ich immer wieder sage, ist so, wir können nicht verstehen, was Gott überhaupt ist und wie allmächtig und wie groß Gott überhaupt ist und was das eigentlich bedeutet. So, das kannst du nur fühlen, das kannst du nicht intellektuell erklären und das kannst du auch nicht denken. So, Punkt 1. Punkt 2, wir werden niemals verstehen, warum gewisse Sachen passieren. Das können wir nicht verstehen, wir können es nicht erklären, es passiert einfach und es hat einen Grund, den wir vielleicht nicht sehen, noch nicht sehen. Vielleicht ist der Junge auserwählt, vielleicht soll er genau das bekommen, damit er diese Sachen sagt, die er gerade da sagt und andere Menschen berührt zum Weinen und zur Menschlichkeit und Liebe treibt so. Vielleicht ist er ein Auserwählter, vielleicht wird er nach dem Tod oder im nächsten Leben dann irgendwie ein heftiger, weiß ich nicht, ein Heiler sein oder was auch immer so. Das sind alles Dinge, die können wir nicht verstehen, die können wir auch nicht erklären. Und es ist auch anmaßend,
dass du denkst, dass ein Mensch dir jetzt erklären kann, warum das passiert. Alleine das zu denken, zeigt halt schon, dass du halt nicht an was Höheres glaubst. So, ich glaube halt an was Höheres. Und dieses Höhere wirst du niemals richtig erklären können. Und du wirst auch alle seine Wege nicht ergründen können. Das funktioniert nicht mit deinem Verstand. So. Aber alles passiert aus einem Grund und alles hat einen Sinn, auch wenn du ihn nicht verstehst. Weißt du? Am Ende seines langen Weges hatte Armin Schütz noch einen Traum, eine abschließende Botschaft seiner Seele. Als er in der Gebirgslandschaft in die Tiefe blickte, sah er Bilder, die ihm wie Symbole für seine Vergangenheit erschienen, für seine Bereitschaft, immer zu funktionieren. Aber das war nur die eine Seite seines Lebens. Armin Schütz hatte ein neues Kapitel aufgeschlagen und auch die andere Seite entdeckt. Es war dieser Traum, der ihm sagte, dass er geheilt war. Geile Doku. Weitere Informationen im Buch Das heilende Bewusstsein. Geil. Wer hat es geschrieben? Feier ich, Bro. Sehr starke Dokumentation. Chat, was sagt ihr? Mega, Alter. Fühl ich, feier ich, hab mich geprägt. Endlich mal wieder so eine starke Dokumentation hier bei uns auf dem Kanal. Wichtig. Ganz wichtige Geschichte. Schreibt mir auf jeden Fall eure Gedanken zu dieser Dokumentation unten in die Kommentare rein. Und gerne auch, keine Ahnung, vielleicht habt ihr eigene Stories so aus dem Alltag, aus eurem eigenen Leben, wo ihr schon mal in Berührung damit gekommen seid, dass ja, vielleicht wundersame Heilung passiert ist oder irgendwas in die Richtung. Das würde mich auf jeden Fall persönlich sehr interessieren. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. So, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Peace out. Gang.